Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Exponentialverteilung. Die Exponentialverteilung ist eine wichtige stetige Wahrscheinlichkeitsverteilung und die werden wir dazu benutzen, einmal das Rechnen mit stetigen Zufallsvariablen zu illustrieren. Hier sehen wir die Definition der Exponentialverteilung, genauer gesagt der Dichte. Und zwar sieht die so aus, f von x ist gleich 0, falls x kleiner als 0 ist und sonst ist sie 1 durch μ mal e hoch minus 1 durch μ mal x. Die hängt also hier noch von einem Parameter μ ab und dieser Parameter μ muss größer als 0 sein und spielt die Rolle eines mittleren Werts. Für diejenigen, die schon wissen, was das ist der Erwartungswert dieser Exponentialverteilung. Kommen wir dann in späteren Videos nochmal drauf zurück. Symbolisch schreiben wir auch x tilde expo von μ meint, die Zufallsvariable x ist verteilt wie eine Exponentialverteilung mit Parameter μ, hat also diese Dichtefunktion. Anwendungsbeispiele für Exponentialverteilung sind dabei alle Arten von Verweildauern oder Wartezeiten. Die Wartezeit im Callcenter, bis ich an einen Operator komme, die Wartezeit vor einer Attraktion im Freizeitpark, die Dauer der Fahrt zum Arbeitsplatz, die Überlebenszeit eines technischen Bauteils und so weiter. In den Wirtschaftswissenschaften könnte es auch die Dauer sein, die man arbeitslos ist, bis man dann wieder Arbeit findet oder ähnliches. Die Exponentialverteilung ist dabei auch nicht die einzige Verteilung, die man dafür anpassen kann. Es ist dabei aber so eine einfache Grundverteilung und andere Verteilungen, die man in der Praxis dann für die Modellierung solcher Zusammenhänge nimmt, sind dann Weiterentwicklungen oder Variationen dieser Exponentialverteilung. In all diesen Fällen, diesen Zufallsvariablen, kann der Parameter μ immer als Mittelwert interpretiert werden. Technisch präzise wäre eben Erwartungswert, auf den wir dann in einem der späteren Videos noch zu sprechen kommen. Also μ wäre dann die durchschnittliche Wartezeit, Fahrdauer, Überlebenszeit, Verweildauer und so weiter. Wie schaut die Dichtefunktion dann aus? Ich habe also hier meine x-Achse, meine Beobachtungsachse und auf der y-Achse habe ich die Dichte abgetragen. Links von der 0 ist die Dichte 0, da können keine Beobachtungen kommen, also Verweildauern können nicht negativ sein, sondern das Warten auf den Operator im Callcenter kann nur 0 oder größer sein. Und die Dichte hat dann so eine abfallende Form. Wir haben also eine hohe Dichte für niedrige Verweildauern und eine niedrige Dichte für hohe Verweildauern. Man sagt auch, eine solche Verteilung ist schief, ist also hier rechts schief. Die Dichte ist hier so nach rechts rausgezogen und links ist sie steil, da haben wir eine hohe Dichte. Das ist hier einmal für den Parameter μ gleich 10 abgetragen. Dann sehe ich, ich kann also kleinere Werte von μ durchaus haben. Dort ist die Dichte auch höher. Ich kann aber auch höhere Werte als μ, hier μ gleich 10 haben. Dort ist die Dichte niedriger, streckt sich aber viel weiter. Also hier ist es nur bis 0, dann, danach ist die Dichte 0 und hier geht es also rauf bis zu 40 und sogar noch darüber hinaus, auch wenn die Dichte da dann schon sehr, sehr nahe an 0 ist, also solche hohen Verweildauern nur noch extrem selten vorkommen können. Das ist also der Fall μ gleich 10. Wie unterscheidet sich der Fall μ gleich 7 davon? Ich wechsle hier nochmal vor und zurück. Also bei μ gleich 7 verschiebt sich dieser mittlere Wert ein bisschen nach links und dann haben wir hier also noch eine höhere Dichte links und rechts geht es also noch schneller an die 0 ran. Umgekehrt, wenn der Erwartungswert bei μ gleich 15 ist, also höher ist als 10, dann bekommen wir hier eine niedrigere Dichte und dafür ist die Dichte höher bis noch in das Intervall von 40 bis 50 hier hinein. Und sogar auch noch darüber hinaus, aber da ist dann die Dichte auch hier schon sehr, sehr niedrig. Ja, also so schaut das im Vergleich aus, hat immer eine ähnliche Form, aber wie hoch dann die Dichte links oder wie hoch sie rechts ist, hängt auch von diesem Verteilungsparameter μ ab.
Und als erstes Beispiel sollen wir jetzt mal ausrechnen die Verteilungsfunktion der Exponentialfunktion. Was ist damit gemeint? Also die Wahrscheinlichkeit, dass p von x kleiner gleich x ist, das ist die Verteilungsfunktion an der Stelle x und das ist das Integral grundsätzlich von minus unendlich bis x über f von t dt. Wenn wir also hier nochmal auf diese Dichte zurückgehen, wir würden dann einen oberen Wert x festlegen und würden dann die gesamte Fläche links davon betrachten. Und zu beachten ist, links, also ab 0, ist die Dichte 0. Da ist das Integrieren einfach, da liegt keine Wahrscheinlichkeitsmasse. Ich muss also nur das Integral von 0 bis x bilden, um die Wahrscheinlichkeit zu bekommen. Also hier könnte ich in diesem konkreten Fall auch bei 0 anfangen zu integrieren, weil links davon eh keine Wahrscheinlichkeitsmasse liegt. Haben wir uns das also hier nochmal hingeschrieben? Die Dichte hat diese Form hier, 1 durch μ mal e hoch 1 durch μ mal x. Und die Verteilungsfunktion bekommen wir jetzt als Integral. Und links von der 0 liegt immer nur 0. Wir müssen jetzt also folgendes Integral hier bilden. Und dann können wir einmal sagen, gut, das 1 durch μ können wir nach draußen ziehen. Das hängt nicht von unserer Variable ab, nach der wir integrieren. Hier müssen wir t als Variable schreiben, weil wir das x ja schon hier oben als Intervallgrenze verwendet haben. Und e-Funktionen zu integrieren ist einfach. E hoch irgendwas bleibt beim Integrieren. E hoch irgendwas, da muss ich also gar nichts tun, außer ich muss, wenn das irgendwas eine lineare Funktion ist, muss ich mit dem Kehrwert der Steigung noch multiplizieren, also mit dem Kehrwert der inneren Ableitung. Das ist also hier der Kehrwert von minus 1 durch μ, ist also minus μ. Mit dem muss ich multiplizieren und meine Integrationsgrenzen sind x und 0. Jetzt kann ich auch das 1 durch μ dann wieder hereinziehen und sehe, da kürzt sich mein μ dann weg. Behalte also übrig minus e hoch minus 1 durch μ mal t, eingesetzt an den Grenzen von x und 0. Das heißt, obere Grenze eingesetzt ist minus e hoch minus 1 durch μ mal x und an der Stelle 0 eingesetzt haben wir e hoch 0 ist 1. Und das müssen wir abziehen, also minus 1 abgezogen ist plus 1. Und dann schreibt man die 1 üblicherweise nach vorne hin und bekommt 1 minus diese e-Funktion. Ich klicke mich hier auf den Folien nochmal durch, Stammfunktion bilden, dann kann ich das μ kürzen und dann Stammfunktion an den Grenzen x und 0 einsetzen und bekomme 1 minus e hoch minus 1 durch μ mal x. Sofern jedenfalls das x größer ist als 0, für alle Werte kleiner als 0 ist auch die Dichte 0. Gut, und dann wollen wir mit Hilfe dieser Exponentialverteilung mal einige Fragen beantworten. Gehen wir davon aus, die Fahrzeit in Minuten zur Uni sei exponential verteilt mit durchschnittlicher Fahrzeit von 10 Minuten. In Innsbruck ist da diese Annahme der Exponentialverteilung vielleicht nicht ganz so plausibel, aber in größeren Ballungsgebieten funktioniert die Exponentialverteilung häufig als erste Annäherung zumindest ganz gut. Ja, wir haben ja bei der Exponentialverteilung eine hohe Wahrscheinlichkeit für niedrige Werte und immer noch eine niedrige Wahrscheinlichkeit für sehr hohe Werte. Das heißt, bei Fahrzeiten meistens oder in sehr vielen Fällen sind wir dann kürzer als 10 Minuten, aber es kann die Fahrzeit auch beträchtlich länger dauern. Also beispielsweise 20 oder 30 Minuten oder sogar noch länger. Und wie gesagt, in Innsbruck kommt das vielleicht nicht ganz so gut hin, aber wenn ich einen Ballungsraum habe, wo es zum Beispiel eine Innenstadtautobahn gibt, ist das durchaus plausibel, dass ich eben in einigen Fällen, nicht sehr häufig, aber immer mal wieder auf dem Stau, im Stau stecken bleibe und dann die Fahrzeit statt den normalen 10 Minuten gleich 30 Minuten dauert. Also gehen wir von dem hier einmal aus und berechnen jetzt die Wahrscheinlichkeit für eine Fahrzeit
kleiner oder gleich 10 Minuten, kleiner 10 Minuten, gleich 10 Minuten, größer als 10 Minuten und zwischen 5 und 15 Minuten. Und dann gibt es noch zwei andere Fragestellungen, die schauen wir uns danach an. Fangen wir mal an mit den Wahrscheinlichkeiten. All diese Wahrscheinlichkeiten kann ich jetzt mit der Verteilungsfunktion berechnen. Bei einem Erwartungswert von 10 haben wir hier konkret stehen 1 minus e hoch minus 1 Zehntel mal x. Hätte auch schreiben können, minus 0,1 mal x natürlich. Die Fahrzeit kleiner oder gleich 10 Minuten ist also einfach nur die Verteilungsfunktion an der Stelle 10 eingesetzt, ist also 1 minus e hoch minus 1 und das ist gerundet 0,63 oder 63%. Also an knapp 2/3 der Tage brauche ich weniger als meine durchschnittliche Fahrdauer. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für eine Fahrzeit kleiner 10 Minuten? Naja, auch das ist f von 10, weil ob hier kleiner oder kleiner gleich steht, macht überhaupt keinen Unterschied. Eine Fahrzeit von exakt 10 Minuten hat kein Wahrscheinlichkeitsgewicht. Ja, auch hier, das ist ja nicht unplausibel, weil sobald ich 10 Minuten und 0,00001 Sekunden gebraucht hätte, wäre es schon nicht mehr eine Fahrzeit von genau 10 Minuten. Und deshalb macht es keinen Unterschied, ob ich exakt 10 gerade noch mit einschließe oder nicht mit einschließe. Eine Fahrzeit von exakt gleich 10 Minuten hat also das Gewicht 0, kann nicht, also dass genau das vorkommt, ist so gut wie nie oder im Grenzübertritt nie. Dann eine Fahrzeit von größer 10 Minuten, naja, wenn ich 63% für kleiner 10 Minuten brauche, brauche ich für größer 10 Minuten, habe ich noch 37% Wahrscheinlichkeit. Und zwischen 5 und 15 Minuten wäre dann also die Differenz, wenn ich mir das hier einmal grafisch darstelle, da 5 und 15 hätte für unsere Dichte, dann kann ich mir erstmal die Wahrscheinlichkeit für kleiner gleich 15 ausrechnen und davon muss ich abziehen die Wahrscheinlichkeit für kleiner gleich 5 und übrig bleibt dann das, was mich interessiert. Also f von 15 minus f von 5 eingesetzt, ausgerechnet, gibt eine Wahrscheinlichkeit von gerundet 38,3%. Gut, dann kommen wir zu diesen anderen beiden Fragen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir zu spät kommen, falls wir 20 Minuten vor Vorlesungsbeginn losfahren. Also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Fahrdauer mehr als 20 Minuten dauert? Und das ist also 1 minus die Wahrscheinlichkeit für kleiner gleich 20. Und wenn wir das ausrechnen, kommt da heraus 13,5%. Also selbst wenn wir doppelt so lange brauchen wie im Schnitt für unsere Fahrzeit, kommt es doch an 13,5% aller Tage vor, dass wir zu spät kommen. Und der Wert ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen hoch. Das wäre also einmal in 7 Tagen, dass wir mehr als die doppelte Fahrzeit brauchen. Und in Innsbruck kommt das wahrscheinlich nicht so gut hin. Aber es mag andere Ballungsräume geben, wo da die Exponentialverteilung besser passen würde. Für Innsbruck müsste man da eben eine andere Verteilung nehmen, die Weibull-Verteilung beispielsweise. Die ist da flexibler, das zu modellieren. Das soll aber hier nicht das Thema sein. Wir wollen uns nochmal anschauen, was wir noch alles mit der Exponentialverteilung ausrechnen können. Im Teil C möchten wir nun wissen, was der Wert ist, die Fahrzeit, die wir höchstens an 80% der Tage brauchen. Also hier geben wir uns jetzt nicht den Wert auf der x-Achse vor und wollen dann die zugehörige Wahrscheinlichkeit berechnen, sondern wir geben uns die Wahrscheinlichkeit vor und wollen dann zurückschließen, was ist der zugehörige Wert auf der x-Achse. Oder wenn wir uns das statt der Dichte mit Hilfe der Verteilungsfunktion anschauen, die sieht eben so aus, 1 minus diese e-Funktion. Wir wollen jetzt nicht losgehen bei einem bestimmten Wert x und fragen, was ist die zugehörige Wahrscheinlichkeit, sondern wir geben uns die Wahrscheinlichkeit vor und möchten zurückgehen auf die x-Achse und fragen, welcher Wert liegt dort. Das können wir uns also so, könnten wir uns das überlegen, dass wir sagen, naja, was ist die Wahrscheinlichkeit, weniger als 2 Minuten zu brauchen, als 4, als 6, als 8, als 10, als 12 und so weiter. Und ich könnte also hier immer
mir das in beiden Diagrammen genau gleich anschauen. Bei der Dichte muss ich halt die Fläche bilden für die Wahrscheinlichkeit, bei der Verteilungsfunktion muss ich nur einsetzen und kann die Wahrscheinlichkeit direkt auf der y-Achse ablesen. Naja, und das können wir so lange weitermachen, bis wir genau bei 80% ankommen. Dass wir hier also eine Fläche von 0,8 haben oder hier eine Wahrscheinlichkeit von 0,8 und dann auf den entsprechenden x-Wert zurückschließen. Diesen Wert nennt man dann auch das 0,8-Quantil oder das 80%-Quantil. Rechnen wir uns das hier einmal aus. Also 0,8 soll jetzt die Wahrscheinlichkeit sein, dass wir unterhalb einem vorgegebenen Wert, den wir hier x 0,8 nennen, liegen. Wenn wir das einsetzen in die Verteilungsfunktion, entspricht das 1 minus e hoch minus 1 Zehntel mal diese Stelle. Und jetzt müssen wir diese Gleichung nach diesem gesuchten Wert auflösen. Machen wir also einmal 1 minus, da haben wir hier 0,2 stehen, ist gleich e hoch diesen Wert. Dann kann ich auf beiden Seiten logarithmieren. Dann steht da der natürliche Logarithmus von 0,2, ist die Umkehrfunktion von der e-Funktion, ist minus 1 Zehntel mal 0,8. Und dann kann ich das ausrechnen und mit minus 10 multiplizieren und komme dann auf ein x 0,8 von 16,09. Mit anderen Worten, an 80% der Tage habe ich eine Fahrzeit von 16 Minuten,09 oder kleiner und an den übrigen 20% der Tage habe ich eine Fahrzeit, die ist höher als 16 Minuten,09. Und genauso könnten wir dann vorgehen für noch extremere Quantile. Was ist die Fahrzeit, sodass ich in 90% der Tage darunter liege? Das wären 23 Minuten. Und für 99% der Tage müsste ich sogar 46 Minuten früher losfahren, um sicherzustellen, dass ich garantiert pünktlich bin. Oder damit ich mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% pünktlich bin, müsste ich eine Dreiviertelstunde vorher losfahren, obwohl die durchschnittliche Fahrtdauer nur 10 Minuten ist. Wie gesagt, das ist vielleicht für Innsbruck ein bisschen zu extrem, aber es gibt andere Städte, wo diese Exponentialverteilung schon sehr gut passen würde. Zum Abschluss dieses Videos halten wir jetzt nochmal fest, was wir da beim Quantil gemacht haben. Wir haben also eine Zahl xa gesucht, sodass sie uns die Verteilung in Anteile von a, oder Alpha habe ich hier geschrieben, einteilt und 1 minus Alpha. Und diese Zahl nennt man das Alpha-Quantil. Ein besonders wichtiges Quantil, was wir häufig verwenden, ist der Median. Das ist das 50%-Quantil, der Wert, sodass die Hälfte der Beobachtung niedriger und die andere Hälfte der Beobachtung höher ist. Und noch eine Zusatzbemerkung, die wir uns in späteren Videos auch noch mal genauer anschauen werden. Für lineare Transformationen kann ich mir das Quantil leicht ausrechnen. Also das Quantil einer linearen Transformation ist einfach die Transformation des Quantils. Das ist zum Beispiel wichtig, wenn ich Einheiten umrechnen möchte oder ähnliches. Werden wir uns aber in einem nachfolgenden Video noch mal gesondert anschauen.